der ist jetzt hier auch ganz schön. Aber ich glaube, ich weiß, warum hier so viel Quatsch drin liegt. Der ist glaube ich voll mit Wasser. Geh mal bis zu dem Stein. Oh, ist nicht ganz. Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir in Schweden unterwegs und wollen hier ein paar Bunkerstellungen uns anschauen. Sogenannte Skans. Skans wird das hier in Schwedisch betitelt. Und das Ganze ist recht interessant, weil sich da so eine ganze Kette praktisch an der norwegisch-schwedischen Grenze entlang zieht. Aus dem historischen Hintergrund, da sich damals die Schweden auf einen möglichen Einfall der Deutschen vorbereitet hatten. Und das war auch gar nicht so unbegründet, da der deutschen Heeresleitung ja schon entsprechende Pläne vorlag und man das praktisch auch schon geplant hatte von Norwegen aus, was man da ja vorher schon eingenommen hatte, von da aus Richtung Schweden weiter vorzugehen in bestimmte Richtungen. Und deshalb haben die Schweden jetzt sehr viele Skans gebaut, um sich dann halt entsprechend abzusichern. Und eines dieser Stellungssysteme, das wollen wir uns heute anschauen. Bis gleich. Also wir hatten sich ja einmal in Schweden schon sowas gefunden gehabt und deshalb haben wir uns da auch noch ein bisschen weiter mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wir gucken uns einfach mal jetzt hier die ersten Objekte an. Die sind halt auch komplett anders irgendwie aufgebaut, wie man das jetzt so von anderen Festungswerken kennt. Also eine ganz andere Eigenart vom Bautyp her. Man hat jetzt hier eine Nummer 78. Und dann standen ja hier meistens noch irgendwo an den Seiten ein paar Betten drin und jetzt konnte man halt hier hochgehen. In diese Glocke, die man jetzt von oben sieht. Und kann hier im Prinzip über die Schießscharten praktisch in alle Richtungen den Bereich einsehen und dann halt feuern. Also das ist hier 360 Grad, so wie es aussieht. Ja, und damals hatten wir ja einen halt gehabt, da war draußen halt alles komplett zugemörtelt. Jetzt sieht man hier mal die kleinen Klappen, ganz interessant. Ja, womöglich für Maschinengewehr oder andere Kleinkaliberwaffen. So, jetzt können wir uns das mal hier von außen anschauen. Das ist im Prinzip hier so eine betonierte Glocke. Man kann hier auch noch leicht das Camouflage sehen. Hier wieder an der Seite so. Schon sehr verwittert. Hier oben war irgendwie auch noch was drauf, so wie es aussieht. Oder hier war einfach noch eine zusätzliche Abdeckung, Abtarnung drauf. Ja, und das ging jetzt hier Richtung Straße. Unten haben wir nämlich gerade geparkt. Ja, so sah das dann halt aus. Ne? So eine kleine Kuppel. Also sehr spitz zulaufend. Nicht so wie man das jetzt aus Frankreich kennt von der Maginot-Linie. Also halt auch mal komplett andere Geschichte. Hier haben wir jetzt auch nochmal was komplett anderes. Das scheint jetzt hier der Eingang zu sein. Hier war ein Holzportal drauf. Und dann geht das hier unter der Erde her. Da müssen wir gleich mal gucken, wie das von vorn aussieht oder ob das jetzt hier alles schon mit Material überdeckt ist. Aber das sieht ja auch schon krass aus. Schön, dass das hier
alles offen ist. Ach, interessant, dann hat man hier Möglichkeiten, seine Sachen aufzuhängen. Hier, so wie es aussieht, hier waren wahrscheinlich die Gewehre drin, genau. Hier hat man die Gewehre reingestellt. Das aber hier, oh, hier sind ein paar Mäuse verendet, ohne ganze Menge. Ach du grüne Mäuse. Grüne Mäuse. Hier ist das Mäuse-Leichenhaus hier. Ganz viele komischerweise. Dieser Bunker, den können wir schon mal als Bunker der Mauseleichen betiteln. Also hier haben wir jetzt, glaube ich, schon über 20 Spitzmäuse, Waldmäuse gezählt, die werden hier reingekommen sein, aber halt nicht mehr rausgekommen sein. Vermutlich hier durch dieses, was halt hier verschüttet ist. Und hier ist auch irgendwie ein bisschen Elektronik zu sehen, also Verkabelung. Vielleicht war hier irgendwie so eine Art Funkerbereich. Weil hier auch so, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht auf so eine tote Maus drehte. Weil das ist schon ein bisschen merkwürdig, dieser Bunker. Dass das hier irgendwie was mit Funk zu tun hat, könnte ich mir halt vorstellen. Oder halt einfach nur ein Lager, aber es erschließt sich mir nicht, weil vorne konnte man ja, habt ihr ja gerade gesehen, am Eingang die Gewehre ja reinstellen, da wo Melanie davor steht, genau. Da konnte die Gewehre rein. Ja. Aber die nähere Funktion jetzt? Weiß ich nicht, aber könnte vielleicht sowas sein. Aber mit den Mäusen, das ist echt ein bisschen strange. Wir haben jetzt hier gerade schon mehrere Sichtungen gemacht. Einmal hier hinten, da sehen wir eine offene Tür. Da geht es rein. Und auch hier vorne ist sehr interessant. Auch in der Form so noch nicht gesehen. Und das ist halt das Spannende, die verschiedenen Arten einfach zu sehen. Hier oben ist nämlich so eine ganz kleine Kuppel. Sieht so auch schon fast so aus, als ob man sowas hätte auch ausfahren können. Wenn wir jetzt mal sehen, hier geht's rein. Oh, ein ganz großer Eingang auch. Extrem breit im Verhältnis jetzt, oder? Als hätte man hier mit irgendwas reinfahren können. Fast. Gut, hier ist zwar ein Absatz. Krass. Ah, guck mal, wenn man sich die Schießscharte da vorne anguckt, könnte hier fast schon eine Kanone gestanden haben, eine Pack. Ich glaube ja. Wenn man sich das hier anguckt, mit Sicherheit, aber ziemlich niedrig das Ganze jetzt. Wenn man guckt, ich bin jetzt hier schon auf Knien, hier Kopfhöhe, also naja gut, man ist ja praktisch sowieso in so einer Haltung, wenn man so ein Geschütz bedient, aber trotzdem irgendwie komisch. Aha, und hier kann man jetzt zu dem Turm. Ah, das ist ja krass. Ja, hier kann man praktisch hochgehen. Und das ist auch interessant. Hier hat man so ein, vielleicht wie so eine Art Sprachrohr, wenn man jetzt da oben gestanden hat oder gesessen. Ich weiß nicht, ob hier noch was eingelassen war, ein Zwischenboden, und da oben gefeuert hat, dann konnte man da durchgeben. Oder es war eine Beobachtungsgeschichte für das Geschütz, das könnte natürlich auch sein. Hat hier durch dieses Sprachrohr das durchgegeben und irgendwo muss es doch hier rauskommen, genau. Oder halt verschossene Munition, aber das weiß ich. Könnte auch sein. Ich bin mir da jetzt absolut unsicher, weil man hat jetzt hier auch so einen Einlass. Ob jetzt hier vielleicht sogar Munition aufgefangen wurde? Aber da macht das nicht so einen Bogen. Ich glaube mal eher, das ist ein Sprachrohr. Naja. Bin ich mir unsicher. Ich kann das immer nur so wiedergeben, wie ich es jetzt hier vorfinde. Was mir schlüssig erscheint. Aber krass.
Da habt ihr jetzt nochmal das Ganze von außen. Und gerade standen. Auch nochmal Camouflage. Hier oben mal irgendwas angebracht. Und ja, da diese Höhe hier unten, also man sieht, wie viel Erdmasse hier schon dagegen bewegt wurden. Hier unten war die Hauptschießscharte für das Geschütz. Und hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwas zum Beobachten dann. Ja, jetzt folgen wir mal Melanie, die jetzt schon in den nächsten Bunker läuft. Ja, auch so eine merkwürdige Anordnung. Weil dieses Geschütz, na gut, das deckt jetzt halt diesen Bereich ab. Oder man hat das jetzt so eine Art, ja, Stellungssystem, dass hier der erste Abschnitt war, wenn der überrannt wurde und die entsprechenden Feinde sich nach vorn bewegt haben, dass dann praktisch die nächsten Stellungen zum Einsatz gekommen sind. Kann auch sein, weil sonst ist natürlich der Feuerwinkel von der Kanone auch übelst nah an diesem Bunker jetzt hier irgendwie. Aber da sehen wir auch schon wieder so ein großes Tor. Heißt, dass wahrscheinlich dann auch ein großes Geschütz drin gestanden haben muss. Ja, auch hier lagen wir wieder komplett falsch. Türen gehen alle noch. Ah, die ist ein bisschen schwergängig. Aber wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, ich dachte jetzt, das ist nochmal ein identischer Bunker, aber nein. Er ist komplett zu. Er ist auch nichts nachträglich zugemacht worden. Als wenn das nur eine Kammer war für irgendwas. Vielleicht hat man hier Ersatzgerät deponiert. Könnte sein. Auch diese großen Steine da drin. Tja. Oder einfach nur Munition. Ja, wir werden jetzt dann auch gleich nochmal über die Straße gehen und gucken, ob sich da auch noch was verbirgt. Aber das macht ganz den Anschein. Aber zuerst gucken wir uns jetzt hier nochmal auf der Seite den letzten Zugang an. Der ist jetzt im Prinzip so wie das, was ich so als Funkerbunker interpretiert habe. Der geht jetzt auch in diese Richtung. Gucken uns den nochmal an. Der ist jetzt hier auch ganz schön, aber ich glaube, ich weiß, warum hier so viel Quatsch drin liegt. Der ist glaube ich, voll mit Wasser. Geh mal bis zu dem Stein. Hier ist nämlich ganz schön viel Erdmasse drin. Aber ich glaube, der ist identisch aufgebaut. Boah. Ja, der ist hier abgesoffen. Das ist bestimmt locker. Ja. Naja, 20 cm Wasser vielleicht. Höher wird die Stufe da nicht sein. Ja, aber ist nicht schlimm. Wir haben das ja auf der Gegenseite gesehen. Man sieht hier an der Seite auch schon wieder das Regal. Aber warum die komplett zu sind, keine Ahnung. Ob die irgendwie nur als Mannschaftsbunker vielleicht gedient haben, schwierig. Kann ich so nicht beantworten, weil eine andere Funktion haben die wahrscheinlich dann nicht gehabt. So, wir sind jetzt die Straße mal hochgegangen, beziehungsweise haben die überquert. Wir sehen da oben schon ein Objekt und ja, gehen jetzt mal hier in diese Richtung. Hier wurden auch mal irgendwelche Holzarbeiten gemacht, das ist ganz praktisch. Gucken wir mal, ob wir von dem Hügel aus eine bessere Sicht haben. Also man sieht auf jeden Fall, dass die schon gut angeordnet sind und hier gab es wahrscheinlich auch früher schon nur diese eine Zufahrtsstraße durch das Gebiet, weil da hinten ist ein See und hier auf der Seite steigt das auch extrem an, das Gelände. Von daher ist es strategisch dann auch gut gelegen. Ja, gucken wir mal.
So, wir haben uns jetzt zu dem Bunker vorgekämpft. Und auch hier sieht man wieder so eine kleine Beobachtungsglocke aus. Es hat echt den Anschein, dass man die ausfahren konnte. Und die geht jetzt hier Richtung zu dieser Straße runter. Also haben die sich praktisch gegenseitig halt gedeckt. Und hier hatten die Geschütze halt entsprechend Feuerwinkel. Hier unten ist sogar noch eine Dose. Eine Dose sage ich schon. Irgendein Kanister. Ja. Hier ging es rein. Aber auch wieder ein bisschen anders. Kürzer der Eingang. Jetzt mal den Rucksack hier draußen lassen. Und extrem niedrig immer. Und jetzt ging es nämlich hier von dieser Seite direkt in diese Glocke hoch. Ja. Und da hat man, ja, hier sieht man das ganz gut da oben. Das ist ein Sprachrohr gewesen. Was halt derjenige, der hier Stellung bezogen hat, konnte nach unten sprechen, musste natürlich nicht ständig immer hoch und runter laufen. Aha. Auch komplett anders. Hier kann ich mir jetzt vorstellen, dass hier ein Maschinengewehr stand. Ja. Und dann die Klappen noch. Hier konnte man den Eingangsbereich observieren. Da ist jetzt leider eine Tür offen. Hier sieht man auch noch mal das Mundstück. Ja. So hat es also funktioniert hier. Ja, und dann hat, das war wahrscheinlich ein reiner MG-Bunker, so wie das hier aussieht. Zwei MGs. Das ist jetzt gerade total witzig. Ich teste das hier eben mit Melanie. Melanie soll jetzt mal was durchsprechen. Sprech mal was durch. Also ihr seht, das war praktisch die Funktion von dem Ganzen. Ja, praktisch, man hat jetzt hier oben gestanden oder vielleicht gesessen, je nachdem. Man musste jetzt hier die ganze Zeit hier oben gucken, ob irgendwas passiert. Und das halt entsprechend durchgeben, wo der Feind anrückt. Koordinaten durchgeben, was auch immer. Und dann, ja, ging's ab. Ja, laut unserer Angaben müsste eigentlich hier noch was in dem Gebiet sein, aber ich bin da hinten mal rübergelaufen, weil das da auch eine Erhebung ist, ein Hügel. Aber nichts mehr gefunden. Es kann natürlich sein, weil man sieht ja hier, wie viel Erde drüber liegt, dass die restlichen Sachen, ja, einfach schon mit Erde zugeschüttet sind. Und wir jetzt leider gar keine Chance mehr haben, uns das anzuschauen. Ist natürlich jetzt schade. Wir könnten höchstens jetzt nochmal die Drohne starten. Meistens sieht man ja von oben immer noch ein bisschen mehr als hier jetzt durch das ganze Unterholz. Naja, wir gucken nochmal, ob noch was geht. Ansonsten, tja, sind wir hier durch. So Leute, jetzt will ich euch nochmal zeigen, wie das nämlich eigentlich aussieht, wenn diese ganze Geschichte nicht freigegraben wurde und wie schwierig ist das überhaupt mit bloßem Auge zu erkennen. Und hier oben habt ihr eine Unregelmäßigkeit, eine klare Kante. Und jetzt habt ihr hier einfach nur so einen riesigen Berg. Ich habe jetzt hier meine Taschenlampe noch an. Und hier verhält sich das ähnlich. Also große Aufhäufungen, die schon ein bisschen ungewöhnlich sind. Und ich gebe euch Brief und Siegel, wenn wir jetzt hier hochgehen irgendwie. Aber wir gehen mal hier durch den Hohlweg. Ja, also man sieht hier, das ist alles überwuchert. Man meint jetzt hier wäre nichts, aber es ist halt irgendwie unnatürlich, das Ganze.
in diesem Gebiet gerade. Ja, und hier sieht man, hier hat sich auch schon einer versucht mal reinzugraben. Sonst hätten wir das jetzt so gar nicht sehen können. Also haben wir auch hier wieder wahrscheinlich so einen Mannschaftsbunker. Wieder diesen Eingang mit diesen Querbetonplatten. Und ja, da unten seht ihr schon wieder diese Tür. Der wird wahrscheinlich ähnlich aufgebaut worden sein. Und hier sieht man auch nochmal, dass da noch mit Holz viel ausgekleidet war, wie so ein Türstock. Ja, und das ist halt wirklich das Interessante dabei. Und wer mal Interesse hat, wie sowas auch mit Bodenradar und sowas funktioniert, um solche Anlagen überhaupt noch zu finden, weil das war jetzt nur purer Zufall, der sollte mal auf den Kanal von der Frau Christel Focken gehen. Ich werde das hier mal unten verlinken. Denn die macht viel in dieser Richtung und kann euch da über diese Videos auch nochmal erklären, wie man sowas überhaupt angeht und welche Möglichkeiten bestehen und welche Bauwerke bzw. Objekte sich teilweise auch noch unter der Erde verbergen. Also im Zweiten Weltkrieg war in dieser Richtung extrem viel los. Ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Outro und bis zum nächsten Mal.